you're not gonna burn me, no. You're like the ice in your soda. You can play that all alone. No words to say. You probably wanna stay lonely, but it's like a zoom. You know what you want, and you might know what you say. Well, I'm unlucky 'cause you're not telling me what there is for me to stay. Once I felt and knew who you were, well, that's a long time ago. You're not gonna burn me 'cause it's... Was hältst du davon? Ich habe einen Joghurt und eine Dose Ösardinen anzubieten gegen eine Platte und eine Fliegenklatsche. Einverstanden, mein Sohn. Das ist ein fairer Handel. Okay. Hier, das kannst du auch haben. Du kennst dich aus, mein Sohn. Was machst du? Ich spiele auf Haut. Du bist zu älter? Nein. Haut, Felle, die Trommeln. Ich bin Schlagzeuger, Mann. Oh, die heute. Hey, warte, Junge. Dann hab ich was für dich. Mir läuft ja nicht jeden Tag ein Drummer über den Weg. Und die trage ich schon eine ganze Weile mit mir rum. Gibt's gratis. Sticks? Du hast's erfasst. Die habe ich aufgehoben, bis sie in die richtigen Hände kommen, verstehst du? Nett von dir, Kumpel. Vielen Dank. Verlass dich drauf. Bei mir sind sie in den richtigen Händen. Also dann. Weißt du, was mir heute passiert ist? Ich fahre mit meinem Rad
Und diese Zigeunerin in dem Taxi bringt mich fast um. Doch dann liest sie mir aus der Hand. Sie sagt, sie haben heute noch eine wahnsinnig schöne Begegnung. Das musst du sagen. Hör zu. Wenn du nicht in den nächsten 10 Sekunden verschwunden bist, dann schrei ich so laut ich kann nach der Polizei. Dann kannst du der ja alles über deine komische Zigeunerin berichten, deine Brezeln, deine Hühner und was dir sonst noch gerade einfällt. Was sagst du jetzt? Ich schätze, es war ein Fehler. War vielleicht nicht deine Schuhgröße. Warte mal! Ich verspreche dir, ich lasse dich in Ruhe, wenn du mir deinen Namen sagst. Wozu soll das gut sein? Das weiß ich noch nicht. Tu mir den Gefallen. Dann werde ich dich auch nicht weiter belästigen. Shirley. Shirley? Wunderbar. Ist doch verrückt. Ich hätte schwören können, du heißt Jennifer. Felix, ganz langsam zum Mitschreiben. Auf Wiedersehen. Dass Sie uns doch noch die Ehre geben. Und Sie kennen das besser, hoffe ich. Wenn Sie was zu erledigen haben, dann sind nach der Probe. Also schön, von Anfang. Sie sind wohl verrückt. Was haben Sie hier zu suchen? Was ich hier suche? Nichts. Ich habe nur zugeschaut, weiter nichts. Hören Sie, das ist keine öffentliche Probe. Würden Sie bitte den Saal verlassen? Einfach fantastisch. Oh, danke. Ein Freund von Ihnen? Nein, Sir, ich kenne ihn nicht. Oh, Shirley, das mit dem Essen heute Abend klappt leider nicht. Mir ist was dazwischen gekommen. Ich werde es wieder gut machen, Shirley. Ich rufe dich an, okay? Bye, bye. Hey, Ken? Ich komme, Felix. Ken, du Idiot, mach auf. Sekunde noch. Scheiße. Ich komm schon, Felix. Die Tür ist offen, Felix. War das Hühnchen im Angebot? Hör zu, Ken. Wir
sollten uns wirklich mal über ein paar Dinge unterhalten. Hast du Susi schon gesehen? Ein Körper hat die, sag ich dir. Oh Mann. Hey, Ken, ich hab ein Problem. Hey, wieso sagst du das nicht? Tu ich doch. Hey, wir sind doch Freunde, oder nicht? Also, keine Panik, es gibt kein Problem. Ich habe alles bestens im Griff. Susi hat eine Freundin, die Maus heißt Nancy. Die ist genau das Richtige für dich. Nein, 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 nein. Sie ist eine rothaarige, Felix. Ganz und gar, wenn du verstehst, was Diese ich meine. Diese Art von Problem habe ich doch nicht gemeint, Mann. Ich habe weiß Gott Wichtigeres im Kopf. Oh, Felix, das ist unmöglich. Was gibt's Wichtigeres als eine süße, junge, geschmeidige, knackbusige, willige Jungfrau, wobei die Betonung auf willig liegt, die bereit ist, dir jeden Wunsch zu erfüllen, so merkwürdig er auch sein mag? Es gibt viel Wichtigeres, mein Freund. Alles ist wichtiger. Zum Beispiel meine Wohnung, mein Privatleben, meine Karriere. Soll ich weiterreden? Nein, das reicht voll auf. Im Ernst, Ken, ich hab die Nase voll. Ich will nicht mehr vor der Wohnungstür warten, ich will nicht mehr in der Küche schlafen. Ich will nicht mehr deinen Cousin aus L.A. spielen müssen oder Toronto oder Paris oder was dir sonst gerade einfällt. Weißt du, dass sie mich heute im Supermarkt fast erwischt hätten wegen deiner blöden Party, die gar nicht stattfindet? Hi. Hi. Ken sagt, du kommst aus Chicago. Ist das wirklich so eine verrufene Stadt? Weißt du, das kann ich so nicht sagen. Kleine Wildkatze, zeig mir doch mal, was du unter dem Handtuch alles versteckt hast. Er wirkt so angespannt. Wenn ich nicht wäre, würde er nicht mal wissen, wie eine Frau aussieht. Vielleicht steht er nur auf Frauen, die Sächsisch sprechen. Wieso Sächsisch? Er kommt aus Ost-Berlin. Ich denke, er arbeitet als Spion für den KGB. Ehrlich? Oh, oh nein! Du hast doch gesagt, er ist aus Chicago. Oh, nun ja, er ist überall zu Hause. Er liebt das Reisen. Felix, der Einzelgänger. Hör auf mit dir, verdammten Klopferei! Na, los, los, los. Ihr habt genau zwei Minuten vorwärts. Bewegt euch. Ihr habt Auftritt. Sieht stark aus, Mann. Wann können wir endlich mal Freitagnacht spielen? Am Dienstag spielen wir jetzt schon seit 8 Monaten. Hör zu, Felix. Mein Freund, mein Kumpel, mein Kamerad. Ich würde euch liebend gern den Freitag geben, aber meine Hände sind gebunden. Ihr Jungs seid wirklich stark, aber leider noch relativ unbekannt. Ach, und solange die Leute nicht richtig heiß auf euch sind, läuft da nichts. Schon, Mann. Seine Hände sind gebunden. Dann hackst du dir doch ab. Du redest gequirlte Scheiße. Und das weißt du. Das trifft mich, Felix. Ich bin tief verletzt. Aber ich verstehe dich. Also kommt schon, Jungs. Bewegt euch, bewegt euch. Lass hier das Showbusiness. Also will ich auch eine Show sehen. Guten Abend, Leute. Seid ihr gut drauf? Wie sieht's aus? Ja, das ist gut, sehr gut. Ich darf euch nochmal darauf aufmerksam machen, heute Nacht ist Kamikaze-Nacht. Das bedeutet, für jeden Kamikaze, den ihr bestellt, gibt's einen auf Kosten des Hauses. Und jetzt, Ladies and Gentlemen, darf ich euch mit ein paar sehr guten Freunden von mir bekannt machen. Ja, ich liebe diese Jungs. Und ich weiß, ihr auch. Empfangt also meine lieben Freunde mit viel Applaus. Hier ist der aufregende, dynamische, pulsierende Sound von Felix und seiner Band. Jiggle it out, jiggle goodbye. Jiggle it out, jiggle goodbye.
drive. But this is the split in our lives. So goodbye, happy. Es ist erst 20 nach 10. Felix, das kann nur für dich sein. Guten Morgen, Felix. Was wollen Sie? Um genau zu sein, $1,700. Für was? Für das Schlagzeug, für das du die Raten nicht mehr zahlst. Oh, ich hoffe, wir haben deinen Schönheitsschlaf nicht unterbrochen. Tja, das könnten wir uns nie verzeihen. Ich habe aber keine $1,400. $1,700. Aber keine Sorge. Wir nehmen das Schlagzeug mit und dann sind wir quitt. Hört doch mal, ihr könnt das Schlagzeug nicht mitnehmen. Meinetwegen alles andere, aber das Schlagzeug muss hier bleiben. Hey, wartet, ihr könnt das nicht mitnehmen. Wieso nicht? Das ist mein Werkzeug, mein Lebensunterhalt. Ich verhungere ohne mein Schlagzeug. Ist euch das dann völlig egal? Tja. Wenn ihr das wirklich tut, wenn ihr das wirklich mitnehmt, dann habe ich keine andere Wahl. Dann werde ich mich aus dem Fenster stürzen. Weil mein Leben ohne mein Schlagzeug keinen Sinn mehr hat. 5 Becken. Daran hättest du denken sollen, bevor du beschlossen hast, nicht mehr weiter zu zahlen. Aber jetzt sind wir uns leider dazu gezwungen, mein Junge. Nimm's nicht persönlich, Felix. Wir tun einfach nur unseren Job. Tue ich auch. Tja, da kann ich nur sagen, angenehme Träume. Unterschreib hier bitte. Danke. Ihr seid hier vollkommen falsch. Hören Sie zu. Zuhören? Nein, Sie hören zu. Über Geld lasse ich mit mir reden, aber wenn man gar keins hat, fange ich erst gar nicht an. Irgendwann, mein Freund, werden wir das Geld haben. Irgendwann. Hören Sie auf mit irgendwann. Ich schufte wie ein Verrückter, damit der Laden nicht eingeht. Also würden Sie beide jetzt damit aufhören? Ich wollte was anderes. Entschuldigen Sie die Störung, aber ich bin etwas in Schwierigkeiten. Mein Vater hat immer gesagt, wenn du Schwierigkeiten hast, kann eine Frage nie schaden, aber er hatte nicht immer recht. Kommen Sie, Goldfrage. Hey, Junge. Warte, warte mal. Dein Vater war ein weiser Mann. Kommt schon, wir müssen woanders hin. Ich lasse euch da rein. Vergiss es, Felix. Da unten gibt's sicher nur Schrott. Vorsicht mit dem Kopf. Vergiss es, Felix. Nein, nein, warten Sie. Das will ich sehen. Ja, schau es dir an. Das ist ein fabelhaftes Schlagzeug. Sieht vielleicht ein bisschen alt aus, aber es ist doch alt.
Das habe ich bestimmt seit 50 Jahren nicht mehr in der Hand gehabt. Ach, das gibt's doch nicht. Klar gibt's das. Das war noch die gute alte Zeit, Junge. Die hättest du erleben sollen, sage ich dir. Die ganzen Größen sind hierher gekommen und haben zusammen Kaffee getrunken. Aber die Zeiten sind vorbei. Kannten Sie Pops Russell? Willst du mich auf den Arm nehmen? Was? Komm, Junge, du bist viel zu jung, um Pops Russell zu kennen. 1927 spielt er Klarinette bei Johnny Harmon. Bravo, Junge. Du wirst es nicht glauben, aber mein Vater hat Pops zu der Zeit ein Zimmer vermietet. Ja, eins vergesse ich nie. Ich war noch ein junger Kerl. Da war seine Toilette verstopft und ich musste sie reparieren. Die ganze Nacht habe ich zugehört, wie er geübt hat, während ich vor seiner Toilette kniete. Wirklich? Ja. Was ist mit Pauly Horn? Oh, du weißt viel, aber so viel auch nicht, hä? Hey, ich mach dir einen Vorschlag. Wenn du mir Paulys Spitznamen sagen kannst, dann sag ich dir, woher ich das Schlagzeug habe und geb dir es für einen Dollar. Das ist unfair. Nein, Moment, Moment. Animal. Hab ich recht? Nein. Nein. Pauly Horn war bekannt als The Stick. Du hast ihn verwechselt. Seth Yarish, das war The Animal. Ich hab gesagt, das ist nicht fair. Du solltest endlich lernen, auf mich zu hören. Schon gut. Regen Sie sich nicht künstlich auf. Ja? Ich gebe euch das Schlagzeug für 20 Dollar. Aber ich lag doch falsch. Na und? Dafür hast du mich an all diese Namen erinnert. Ja, alles klar. Ja, bedien dich. Was glauben Sie, ist mit all den anderen passiert? Ah, ich weiß nicht. Das heißt, die meisten von ihnen, nicht die ganz Großen, aber die wirklich guten Musiker, sollen, wenn sie noch am Leben sind, in der Bowery gelandet sein, in einem Palace Hotel, glaube ich. Aber die sind vermutlich alle schon im Jenseits. Ihre Musik lebt aber trotzdem weiter. Ja, du sagst es. Na, dann danke ich Ihnen herzlich. Sie haben mich wirklich gerettet. Das hoffe ich. Hast du gedacht, dass das so gut ausgehen wird? Nein, du nicht. Scheiße! Die haben auch meine Sticks kassiert. Ladies and Gentlemen, darf ich vorstellen, Felix der Unbesiegbare. Sie versuchten alles, doch sie konnten ihn nicht in die Knie zwingen.
vor, das zu einem regelmäßigen Auftritt zu machen? Nein, ich habe nur jemanden gesucht, aber sie ist nicht hier. Dann gehe ich wieder. Entschuldigung. Also dann, meine Herren, nochmal von vorn. Was ist los, mein Junge? Wieso übst du nicht zu Hause? Du hast doch jetzt wieder ein Schlagzeug. Also, was willst du noch? Was kann ich für dich tun, Felix? Ich wollte Sie etwas fragen. Glauben Sie, dass man Menschen durch Trommeln beeinflussen kann? Dass man sie dazu bringen kann, sich rhythmisch zu bewegen? Tut mir leid, dass ich dir das sagen muss, aber das ist doch der ganze Witz. Du sollst sie dazu bringen, also keine Sorge. Nein, es ist was anderes. Ich meine, dass man Kontrolle über ihre Bewegungen hat. Gegen ihren Willen. Fühlst du dich nicht gut? Du hast doch nicht etwa Drogen genommen, oder? Nein, ich bin nicht high. Es ist heute nur etwas... Ach, vergiss es. Hey, wie lief's da mit ihrer Blondine? Kannst du sie ja irgendwo sehen? Glaubst du, sie versteckt sich vielleicht unterm Bett? Was kannst du denn in New York mit ein paar lumpigen Dollar groß anstellen? Nicht viel, das sage ich dir. Es reicht gerade für 2000 Kaffee und ein Stück Kuchen. Ach, Felix, ich